nach Magdeburg. Wir sind heute beim Abklingeln. 2023 im Stadtpark mit allen Vertretern eigentlich aller Schulen. Ne? Ja. Wir können einmal rumfilmen hier. Ja. Einmal rumfilmen. Richtig. Gut. Und damit meine ich, willkommen zum Abklingeln. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß beim Film. Ja. Und damit, ab geht's, Jungs. In diesem Sinne, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Gute Nacht Magdeburg. Wir feiern heute zweijähriges Jubiläum und haben zur Feier des Tages den Musik-Act Hausfreund Szymanski eingeladen. Dann waren wir natürlich wieder beim Abklingeln wie jedes Jahr. Und Tim hat sich im Pole Dance ausprobiert. Und hier ist er für euch, Tim Buchmann. Guten Abend! Ist das schön. Wir haben alle drauf gewartet, das stimmt, das Abklingeln. Heute in dieser Sendung und wir haben 2 Jahre, du hast es gesagt. Vor 2 Jahren lief die erste Sendung Gute Nacht Magdeburg und damit herzlich willkommen. Und wir beginnen, wie üblich, natürlich mit den Meldungen des Monats. Was ist denn passiert oder was wird passieren? Eine ganze Menge. Und wir starten ein bisschen zu spät und ein bisschen teurer als erwartet. Man kann sagen, typisch Deutsche Bahn. Das 49-Euro-Ticket erscheint hier unter dem Namen Deutschland-Ticket. Bedeutet wahrscheinlich, dass es in Bayern denn nicht gültig sein wird, also keine Ahnung. Aber vor allem Punks ärgern sich sehr über den neuen Preis. Na, ein Kastensterni weniger, aber dafür dann auf Sylt Bonzen ärgern, das ging ja noch fit. Aber für 49 Euro würde man halt, glaube ich, auch 3 Tage Flüssigbrot zum Frühstück kriegen. Also wirklich, naja. Flüssigbrot, ich glaube, das ist so eine Sache, die findet man auch in so einem Kochbuch für Betrunkene. Das können wir nur prüfen, denn die neuseeländische Feuerwehr hat eins rausgebracht. Schaut mal, hier. Ja, ein Kochbuch für Betrunkene. Also die Rezepte da drin können ohne Herd zubereitet werden, um die Brandgefahr zu minimieren. Ne? Also man kann sagen, ideal für Aushilfsköche wie mich. Obwohl es, ich sag mal, bei meiner täglich Tiefkühlpizza doch schon ein bisschen schwieriger wird. Aber naja, falls es dann doch zu einem Brand kommen sollte, macht man das einfach wie beim Grillen, ne? Und löscht es einfach mit Bier ab. Oder man lässt einfach raus, was sich bereits im Körper angestaut hat. Also naja. Einfachste Lösung wäre natürlich auch nach dem Saufen Döner am Hassel holen. Dann kriegst du sogar direkt noch eine Lebensmittelvergiftung aufs Haus dazu. Also toll. Ja. Was ich mich gefragt habe, gibt es bald auch ein Kochbuch für Bekiffte? Kann ja sein, denn die Ampelregierung hat nun den Gesetzesentwurf für die geplante Cannabis-Legalisierung vorgestellt. Hier. 25 Gramm. Was ist das denn? Das reicht ja maximal für die Sendungsaufzeichnung hier. Also wirklich. Aber ganz ehrlich. Wie schnell sollen diese 3 Pflänzchen denn bitte nachwachsen, um meinen Bedarf zu decken? Hat daran mal einer nachgedacht? Naja. Aber ich sag mal so, das Deutschland-Ticket gegen Schwarzfahren und die Bubatz-Legalisierung werden es schaffen, dass ich mich endlich wieder wie ein guter deutscher Bürger an die Gesetze halten kann. Toll, toll. Um den Konsum außerhalb der Modellregion zu ermöglichen, soll es übrigens spezielle Kiff-Kulturvereine geben. Ich glaube, der offene Kanal Magdeburg e.V. ist auch einer, oder? Definitiv noch. Aber ich sag mal so, irgendwann ist auch mal gut mit Kiffen. Ne? Mit spätestens 140 höre ich auf. Das ist ein Wort, oder? Ja. Denn eine neue Studie zeigt, Menschen könnten in Zukunft bis zu 141 Jahre alt werden. Ja, das sind auf jeden Fall gute Nachrichten für meine Moderationskollegen im ZDF-Fernsehgarten. Ne? Auch in den nächsten 70 Jahren kann schön weiter neben den Takt geklatscht werden. Toll, toll, da freue ich mich. ZDF-Fernsehgarten, wie ich ihn übrigens auch ganz gerne nenne, die Mini-Playback-Show, aber das nur so am Rande. Naja. Aber welche Möglichkeiten das Älterwerden denn noch für unsere Eltern und Großeltern offenbart? Stell dir mal vor, ihr könnt live dabei sein, wie mein Rentenantrag abgelehnt wird. Ja, wie dank des Klimawandels Halle überschwemmt wird. Und wie Philipp Amthor wegen eines Sexskandals als Bundeskanzler zurücktreten muss. Also das wird eine ganz wilde Welt, das sag ich euch. Apropos Sexskandal. Ein Unternehmer schwängert 3 Angestellte innerhalb von 10 Monaten. Ja, das nenne ich mal flachgelegte Hierarchien. Also wirklich, naja. Aber besser als 10 Angestellte in 3 Monaten, klar. Da lohnt sich doch eigentlich auch schon fast eine Kita im Betrieb zu gründen, oder? Ja. Aber Milena, ich habe da eine Verschwörungstheorie. Und zwar droht sein Unternehmen pleite zu gehen und mit dem Kindergeld will er das sinkende Schiff noch retten. Klingt's realistisch? Absolut. Gut, dann komme ich jetzt mal zu dir. Du bist ja unsere Barkeeperin, Milena. Und was bereitest du denn heute vor oder was wird es geben? Es gibt heute leider keinen Magdeburg Sunrise. Ich weiß, viele sind Fans davon geworden. Ja, ja. Vor allen Dingen ich. War der toll letzte Sendung. Yeah. Nee, dafür gibt es jetzt einen Bloody Otto. Ah. Genau.
Und dafür habe ich diese drei Sachen vorbereitet, von denen ich diesmal die Namen nicht nennen werde wie letztes Mal. Passiert den Besten. Aber wir haben diesmal richtig professionelles Equipment. Das sieht fantastisch aus. Also als erstes kommt hier ein bisschen Sirup. Mhm. Sirup rein. Genau 2 cl. Hast du gelernt? Ich hab's gelernt. Haben wir letzte Sendung gesehen. Nochmal 2 cl hier von diesem edlen Gute Erdbeer. Nacht Magdeburg-Erdbeer. Genau, Erdbeeralkohol, genau. Dann noch einmal hier Multivitamin. Mhm. Auch ganz wichtig für die fruchtige Note, weil wir davon ja jetzt noch gar nicht Zitrille hatten. Und wir wollen es ja nicht untertreiben mit der Frucht. Das edelste. Oh ja, das ist das beste Crush-Eis, was wir finden konnten, oder? Also. Ja, absolut. Also das darf auf gar keinen Fall fehlen. Ja. Ich glaube, ich schieß mal noch ein bisschen Alkohol hinterher. Ich muss ja hier nur moderieren. Richtig. Okay, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Oh, ich gehe in Deckung. Ja, geh mal bitte wirklich in Deckung. Das letzte Mal, als ich... Ein Applaus für Milena, meine Damen und Herren. Yeah. Hammer. Okay, mir wurde gesagt, ich muss jetzt ganz kurz warten. Ansonsten, ansonsten passiert genau das. Mh. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm gelaufen wie in der Probe. Deswegen mache ich es jetzt mal so. Das weiß ja niemand. Ja, genau, das sieht ja keiner. So, und jetzt haben wir hier das hier. Und guck mal, wie schön das aussieht. Oh, ja. Geil. Dann koste ich mal direkt. Mhm. Schmeckt wirklich gut. Oder? Schmeckt gut, das schmeckt wirklich gut. Leute, ja. Schmeckt wirklich, wirklich gut. Ich war noch nie so glücklich. Ja, und während ich den Geschmack noch verinnerliche, gucken wir uns unseren ersten Beitrag an. Es gibt ja hier bei uns die Kategorie Tim testet. Mhm. Und da habe ich schon sehr, sehr viel ausprobiert. Ich war Cowboy in Pullman City. Ich war beim Wrestling, das war hart. Ich war auch schon mal als E-Sportler, habe ich mich probiert. Mhm. Und nun ging es zum Pole Dance. Und wie das lief, naja, seht ihr hier. Viel Freude. Mit dem Testet gehe ich ja immer wieder an meine Grenzen. Heute wird die Grenze ein wenig senkrecht sein und naja, doch nicht so rutschig. Für mich geht es heute zum Pole Dance und es muss natürlich jemand geben, der mir das beibringt und das ist Chadelle. Chadelle, was erwartet mich heute für Übungen? Was machen wir? Also ich habe auf jeden Fall ein paar einfache Übungen vor. Das ist gut. Beziehungsweise auch andere Übungen, die nicht so einfach sein werden. Bitte nicht. Und ich bin sehr gespannt, was du heute schaffst. Ich würde sagen, wir machen uns warm. Aufwärmen. Kommt ein bisschen an, von rechts nach links. Jetzt kreisen wir die Hüfte. Oh Gott. Genau. Also da jetzt ein bisschen erotische Musik drunter, ich glaube. Und du bringst jetzt das linke Bein sehr hoch. Schöne Füße bitte. Danke. Wow. Und hier können wir uns hochdrücken. Schön gerade die Beine und einmal hochkommen. Yes. Ja. Geschafft. Talent. Bauchcrunches. Du bringst jetzt deine rechte Achsel an die Po von hinten. Schön festhalten und jetzt du bringst beide Knie zu deiner Brust. Das machst du einmal und zweimal. Einmal, zweimal. Sehr schön. Das war eine kleine Vorübung. Wir gehen gleich weiter, beziehungsweise wir haben eine Figur, das heißt Chair Spin. Das machen wir gleich mit Spinning. Das heißt, die Geschwindigkeit wird ein bisschen andere sein. Okay. Ich würde das für dich umstellen. Nach vorne schauen, spannen und denken, Oberkörper gerade. Wow. Das ist fast. Sehr gut. Und jetzt auf der anderen Seite. Okay, kannst du noch einmal vormachen? Auf jeden Fall. Dann kannst du hier auch die Beine überkreuzen. Okay, so einmal rum und dann überkreuzen. Ja. Boah, das wird ja immer schneller. Fuck! Ah! Kann das mal mehr stoppen? Hilfe! Alter! Ist da so ein eingebauter Motor oder so und jemand steuert das hier im Hintergrund zufällig fern? Ich mache die Stange wieder fest für unsere Sicherheit. Ja, besser ist. Wir bleiben ohne Spinning. Jetzt machen wir eine Übung, das heißt Boomerang Hold. Das klingt schon scheiße. Eine Hand geht nach oben, die andere Hand unten, so ungefähr vor deiner Hüfte. Ja. Oben ziehen, unten wegdrücken und jetzt kannst du deine Beine liften. Yeah!
bist du einfach bis jetzt. Ich glaube, wir können ein bisschen weitergehen. Shoulder Mount. Zusammen ziehen, Hüfte hoch und dann machst du das alles gleichzeitig mit Knie zur Schulter. Natürlich. Danke nach vorne, Hüfte auch ein bisschen nach vorne. Du bringst deine Knie zu deiner Schulter. And yes! Juhu! Nochmal, ich bin neben dir. Okay, also erstmal Zehenspitzen. Und so eine. Fast. Das ist ein sehr guter Anfang. Danke, danke. Bitte. Hast du Wünsche? Möchtest du Sachen verbinden? Eine Trinkpause wäre ganz nett. Eine Trinkpause möchte ich auch gerne haben. Das ist dann gehen wir weiter. Jo. Ich würde gerne dir den Pull-Up-Sit zeigen. Pull-Up-Sit. Ich zeige dir einmal, ja. Dann machst du danach einfach nach. Okay. Das heißt, ich komme von hier unten und ich ziehe mich einmal hoch. Das heißt, einmal hier ja. Hochziehen. Okay. Zumachen. Mhm. Mach mit. Ohne springen. Oh. Ich darf damit nicht so viel Druck reingehen. Das ist sehr gut. Beide Arme hoch. Wieder aufmachen. Wieder hochkommen. Und tap. Das machst du bitte dreimal bis zur Decke. Die Stange ist schon zu rutschig. Das wird nichts. Ja, du hast fettige Hände. Probier mal, ob die Hände rutschen. Gerade geht's. Geht? Cool. Dann machst du erstmal das hier. Ach Gott. Ja, gut. Also wir gehen weiter. Ich zeige dir, wie wir den Invert machen. Beziehungsweise wir kommen jetzt mit Kopf nach unten. Und du bringst jetzt die Knie zu deiner Schulter. Okay, Sekunde. Und jetzt? Und Hüfte hoch. Nice. Sehr gut. Beine wieder beugen. Und wieder senken. Sehr schön. Perfekt. Okay. Yes! Richtig gut. Ellenbogen zusammen. And go. Yes, beautiful. Schön. Das war eine sehr gute Vorübung. Dankeschön. Vorübung? Ja. Mist. Let's go. So. Nice. Und jetzt ein L. Diese Kniekehle hier musst du hier einhacken. Ah! Ich habe Haare am Bein, das zieht. Ah! Du kannst gerne wieder runterkommen. Ach so, okay. Du machst ein V, ein L, Kniekehle. Okay. Und mein Bein geht zu dem Kameramann. Hüfte hoch. So? Genau. Kniekehle, Kniekehle. Und das Bein geht zu dem Kameramann. Hallo. Trinkpause vorbei, wir gehen weiter. Ich würde gerne dir ein Muscle-Up zeigen. Muscle-Up. Nice. Und jetzt musst du deine Hüfte hochziehen. Ja. Mit dem Arm hoch. Jetzt mal runter, ne? Safety first. So ist es bequem. Aufstehen. Ja. Sehr gut. Nicht springen, ne? Du hast. Ja. Das schaffst du schon. Okay. Achillessehne, untere Arm. Wegdrücken, Tim. Nicht umgreifen. Ach so, sorry. So, aber dann, das habe ich schon wieder vergessen. Also die Hand sollte unten sein, ne? Sekunde. Und dann hochdrücken. Dein Po muss zur Decke. Noch einmal. Versuchen wir es mal, wa? Ja. Drei. Let's go. Achillessehne, Tim. Ja, also, und jetzt wegdrücken mit dem A. Drückst du schon? Hallo. Passt. Oh, das war's, ne? Ja, ja. Richtig. Und dann machst du gleich einen Handstand. Ey, das wäre doch. Guck mal, das gibt's noch nicht, oder? Doch! So! Und wenn ich jetzt flexe, mache ich. Eins, zwei. Sind wir durch so weit eigentlich?
aber das war sehr gut. Ja. Yeah. Nicht, was wir vorhatten, aber das war trotzdem sehr gut. Kreativität. Ja, ja, ja. Es, am Ende liegt es ja immer am Ergebnis. Der Weg bis dahin ist ja egal. Definitiv. So, war es das soweit? Dann kann ich abmoderieren, so meine ich. Ja. Contenance. Zurück ins Studio. Geil. Am Ende zählt das Ergebnis. Richtig. Und es war doch ansehnlich, ich weiß nicht. Ja. Wie fandest du es, Milena? Ich fand's rekordverdächtig. Achtung, Überleitung. Oh. Ich habe ein Spiel für dich vorbereitet. Boah, dass auch mal ein Spiel mit mir gemacht wird. Das finde ich irgendwie toll. Ich genau. Nicht. Und zwar, ich lese dir jetzt Pole Dance Rekorde vor. Ja. Und ich gebe dir 3 Antwortmöglichkeiten, die von denen genau eine richtig ist. Okay. Verstehst du? Wenn nicht, machen wir das einfach und dann werde ich es wahrscheinlich dabei checken. Auf jeden Fall. Okay, ich sag dir danach, was die korrekte Antwort besser ist. Besser wäre das. Ja. Auch für die Zuschauer. Okay, wir fangen an. Die meisten Leute, die an mehreren Orten gleichzeitig und simultan Pole Dance gemacht haben. A. 494, B. 1111 oder C. 43. Das ist eine schöne Spanne dazwischen. Absolut. Also was, das erste war 200, was? Nee, 494. Also das finde ich schon zu viel. An einer Stange? An mehreren Orten so. Gleichzeitig und simultan Pole Dance. Boah, das wäre krass, aber ich glaube, C ist das Realistischste. 43? Nee, oh. Es war A. Korrekte Echt? Antwort ist A. 400. Ja. Schieß mich durch. Ja. Irre. Ich lese vor, die Internationale Pole Sports Federation hat 2014 494 Leute organisiert, die es geschafft haben, an mehreren Orten gleichzeitig zu Pole Dancen. Krass. Ja, es ist insane. Wenn man es kann, kann man es. Ja, nächstes absolut. Mal mache ich da mit. Bitte. Okay, nächste Frage. Wie lange konnte die Position The Sword, das Schwert, am Stück mit einer Hand gehalten werden? A. 2 Minuten und 13 Sekunden, B, 24 Sekunden, C, 66 Sekunden. Oha, also ich müsste jetzt natürlich erstmal wissen, wie die Position The Sword aussieht. Mhm. Ja. Daran könnte ich es dann ausmachen, deswegen muss ich raten. Mhm. Und würde auf B tippen. Ja. Auf B, mhm. 24 Sekunden. Ja, tatsächlich ist das richtig, ja. Amazing. Denn, ich zitiere, nur wenige Athleten können diese Figur überhaupt. Und am längsten war es wohl 2011 mit 24,62 Sekunden. Mensch, Mensch. Genau. Okay, next one. Mit einer Zeit von wie vielen Stunden hat eine Gruppe von College-Studenten den längsten Pole-Dancing-Marathon geschafft? A, 7,5 Stunden, B, 15 Stunden, C, 30 Stunden. 30 Stunden wäre krass. Mhm. Das wäre halt wirklich krass. Wenn man sich darauf vorbereitet, würde ich mal auf 30 Stunden tippen. Und das ist richtig. Boom! Okay, nämlich eine Dance-Crew aus 50 Frauen und einem Mann hingen satte 30 Stunden an einer Stange und brachen damit den alten Rekord von 24 Stunden. Ja, es ist krass, ich hab's teils noch nicht mal 5 Sekunden an der Stange geschafft. Ja, das ist wirklich... Und die sind da so 30 Stunden, kein Ding. Das ist hart anstrengend, ne? Ja. Mein Gott. Der frischste Rekord in unserem Quiz wurde erst dieses Jahr aufgestellt. Oh. Für die schlechteste Pole-Dance-Show. Und sie war von... Mir. A. Fast. Okay. Oh, Tim. Habe ich es vorweggenommen? Tim. Nein, das tut mir Tim. Leid. Das A. tut mir Rainer leid. Rainer Kalm und B. Alice Weidel und C. Mm. Tim Buchmann. Mm. Ich weiß nicht. Also Verdammt. Ist das jetzt eine... Also wie kommt die Redaktion auf die Idee, mich in einer Reihe mit Rainer Kalm und Alice Weidel zu stellen? Also Rainer Kalm und okay. So. Aber okay. Ich weiß es auch nicht. Hm. Ich sollte die Antwort offen lassen, übrigens. Ja. Also, Interpretationsspielraum ist immer noch. Vielleicht bist es gar nicht du. Okay, maybe. Who knows? Ja. War's das? Ja, das war's. Toll. Hast dich gut geschlagen. Das freut mich. Mhm. Und jetzt mache ich eine fantastische Überleitung. Ja. Ich kann die nämlich auch, denn wir kommen jetzt von Rekorden zu Akkorden. Oh. Natürlich, weil unser heutiger Gast ist Musiker und Entertainer. Ja. Es wird doch mal höchste Zeit, dass wir ihn hier eigentlich einladen. Herzlich willkommen, hier ist Hausfreund Semanski. Hallo. Hi, ich darf dich zur Bar begleiten. Hallo. Hallo.
Ganz kurz, wir machen immer mit jedem, der hier zu Gast ist, oder mit jeder, der hier zu Gast ist, eine Schnellfragerunde. Seit der Staffel übernimmt das Milena und ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Mhm. Ja, ich mach das jetzt einfach. Okay, Schnellfragen. Du hast... Darf ich langsam antworten? Nein, deswegen, verdammt, ja, kann man nichts machen. Und es gibt eine Bedingung, du musst reimen. Du musst in Reimen auf die Fragen antworten. Wir dachten, du bist Musiker, du kriegst es vielleicht hin. Hoffentlich. Ja. Okay, wie lange hast du Zeit? Eine Minute? Eine Minute hast du Zeit. Insgesamt? Ich glaube, es sind gar nicht so viele Fragen, das schaffst du schon. Okay, ja, wollen wir anfangen? Oh. Ja, okay. Erste Frage, Reichtum oder Applaus? Das muss ich reimen? Ja. Mhm. Applaus. Ich muss einen ganzen Satz sagen. Mal auf Applaus jetzt. Nein, einfach Hauptsache ist irgendwie... Also Applaus reimen. Interessiert mich nicht die Bohne, ich will fette Kohle. Oh, oh okay, cool. Okay, bei welchem Genre bluten dir die Ohren? Höre ich manchmal Schlager, schimpfe ich mit meinem Schwager. Was? Lass mir gelten. Du musst auf die Frage reimen, by the way. Ah. Also, schon mal besoffen auf der Bühne gestanden? Soll ich mich da so verhalten zu so einer Frage? Muss ich nichts zu sagen. Ja, klar. Gerne. Gerne. Das Gerne hat sich gut auf gestanden gereimt. Ja, stimmt. Gitarre oder Schlagzeug? Gitarre wegen der, also Schlepperei halt. Reimt sich wieder nicht. Ja, blöd. Zeit ist um. Egal. Wir haben es versucht. Es soll sich auf die Frage reimen? Ich verstehe kein Wort. Naja. Tut mir leid. Aber dafür gibt's trotzdem Applaus. Hausfreund Simanski in der Schnellfragerunde. Möchtest du einen Drink irgendwie noch von Milena haben? Ja, Mango Lassi. Bitte sag nein. ja, haben wir nicht. Ja, gut, haben wir nicht. Dann gehen wir wieder rüber. Die wurde dann, du darfst dich auf die Couch setzen. Danke. Ich setze mich an meinen Tisch. Ich lasse dich sogar vor, bitteschön. Dankeschön. Jetzt übernehme ich das Ding hier nämlich wieder. Ich habe dich ja vorgestellt als Hausfreund Simanski oder wie dich wirklich deine Hausfreunde nennen, Sebastian Szymanowski. Ja, ja. So heißt du wirklich. Ja. Aber was unterscheidet dich persönlich von deinem, kann man sagen, alter Ego, Hausfreund Simanski? Wenn ich auf der Bühne nicht Sebastian Szymanowski bin, kann ich mich ja immer von meinen Texten distanzieren. Das stimmt. Das ist sehr hilfreich. Und ja, ehrlich gesagt, musste ich am Anfang einfach einen Clown erfinden, weil ich konnte gar nicht Gitarre spielen, als ich angefangen habe aufzutreten mit Gitarre. Und wenn man das gar nicht kann, dann muss man sich was anderes überlegen, warum es vielleicht trotzdem lustig ist. Und deswegen mache ich diese Show. Ja, da habe ich aus Sicherheitsgründen mir quasi ein alter Ego ausgedacht, damit ich das nicht bin. Und mittlerweile finde ich das auch, find ich das eine gute Aufteilung. Also wir ergänzen uns gut, wir beide. Ich und ich. Ich und ich. Ja. Kann man sagen, du bist da schizophren? Ich weiß gar nicht. Nein. nein. Okay, ich habe dich ja vorgestellt. Was? Wer sagt das? Ich habe dich ja vorgestellt als Entertainer. Und das sagt ja so, du machst ein bisschen was von allem. Kannst ja mal selbst erklären. Was machst du so im Bereich Kultur und Musik? Oh, also ich spiele sehr gerne Gitarre und trete auch mit der Gitarre auf und singe dazu meine Lieder oder auch die Lieder anderer Leute. Ich habe früher wahnsinnig viel Schlagzeug gespielt in so Coverbands und in Musicalproduktionen und habe viel unterrichtet und spiele auch Trommel auch wirklich wahnsinnig gerne, lehne aber Auftritte ab wegen der Logistik. Weil also du bist Schlagzeuger auch, kann man ja, sagen. Ja, aber man klemmt sich die Pfoten an diesen Ständern, dann ist das alles schwer. Also, ja, wir hatten schon intern gedacht, du hast das Schlagzeug verloren und bist deswegen auf die Gitarre. Nee, wegen der Logistik tatsächlich. Ah, okay. Ja, ja. Okay. Du machst ja aber nebenbei auch noch Kerben. Das ist, kann man so sagen, eine offene Bühne im Schauspielhaus, die regelmäßig, ich glaube, monatlich stattfindet. Genau. Das könnte doch der Musikszene hier in Magdeburg ganz gut tun eigentlich. Oder tut es der Musikszene gut? Ich würde behaupten... Nach den ersten, haben wir jetzt 6 oder so rum, glaube ich. Im November ging es los oder Oktober, ne? Letztes du Jahr. Weißt das. Wahrscheinlich irgendwie sowas. In dem Bereich. Genau, das ist immer alle 4 Wochen montags im Schauspielhaus. Die nächste Ausgabe ist am 15.05. Dann kommt noch am 12.06. eine. Dann ist Spielzeitpause. Nach der Spielzeitpause machen wir es im gleichen Rhythmus weiter. Da kenne ich noch keine Termine. Die kennt vielleicht Dorothea Lübbe, die das eigentlich organisiert und mich da nur auf die Bühne gelockt hat. Was ich feststelle, ist, dass dort im Publikum Leute zu mir sagen, wow, kannte ich nicht, wusste ich nicht. Mir selber geht es auch so. Ich sitze da und denke, wow, kannte ich nicht, wusste ich nicht. Wo kommen denn die Leute her? Das weiß ja keiner.
Und das ist total cool. Und dort können sich dann, das passiert auch, Leute miteinander verknüpfen, die dann wissen wollen, ob es noch eine Jam-Session in Magdeburg gibt. Und ich sage, ja, es gibt mindestens drei. Allerdings, die einen beiden sind zweiwöchentlich abwechselnd. Deswegen weiß ich nie, wann welche ist. Mhm. Und dann gibt es sogar noch eine im Stübchen in der Festung. Da weiß auch immer keiner, wann die ist. Und dort ist dann der Platz, wo dann der das weiß, dem, der das nicht weiß, sagen kann. Und ich habe es auch nicht gewusst, aber wenigstens habe ich die beiden zusammengebracht. Und ich glaube, also mir macht das super Spaß. Das merkt man, also du singst ja auch, also du moderierst das und singst. Ich werde aber dazu gezwungen. Ach so, okay. Ja, ja. Aber deine Texte, die sind ja auch sehr oft lustig, satirisch oder man kann ja auch sagen zynisch. Das macht dir so Spaß, so ein bisschen so anzuecken, oder? Also kommt uns zumindest so vor. Es ist sogar, ich habe manchmal, also angefangen, wie soll ich sagen, wenn man rundheraus die Wahrheit sagt, dann lachen die Leute oft, weil sie das sich nicht vorstellen können, weiß ich nicht so genau. Also manchmal ist es in Wirklichkeit gar nicht lustig, sondern manchmal ist es wirklich eigentlich schon bitter. Mhm. Aber weil man nicht weiß, wie man darauf antworten soll, lacht man oder halt. Je nachdem, was man für einen Humor hat. Richtig, genau. So. Aber ich gebe mir jetzt eigentlich keine Mühe, Quatsch, doch, es ist Quatsch, aber der kommt, ich kann nichts dafür. So ist das, Mario. Bist du eigentlich noch aufgeregt vor so Auftritten? Ja, unterschiedlich. Also immer, wenn ich nicht weiß, was gleich passiert oder wenn... Okay, ich also hab vorhin, bei uns. Ich habe vorhin... Nö, eigentlich nicht. Also vielleicht springt da gleich einer hinten hoch. Wer weiß das schon? Ja, gut, aber ich weiß ja, ihr habt Security, von daher ist das ja kein Problem. Tatsächlich ist mir vorhin irgendwie auf dem Weg aufgefallen, dass wenn ich bei Kerben mit Menschen auf der Bühne sprechen darf, die jetzt zum Beispiel, also wenn es eine Sprachbarriere gibt und wenn wir nicht noch gemeinsam vielleicht Englisch als gemeinsam als Bindeglied haben, dann wird es schwierig, weil dann kann ich ja im Vorgespräch, brauche ich schon jemanden, der mir hilft, dann brauche ich auf der Bühne jemanden, der mir hilft. Ja. Und dann, das ist für mich schwierig, da bin ich dann kurz nervös, weil ich dann denke, so, wie soll ich denn das jetzt machen? Wie soll ich mich mit der Person jetzt einfach so unterhalten? Wenn Englisch im Spiel ist, ist kein Problem, aber manchmal haben wir das ja nicht. Und das, finde ich, kommt, oder ja. Und dann natürlich diese Dreifachbelastung, dass ich manchmal in der einen Hand habe ich meine selbstgeschriebenen Zettel, wo drauf steht, wer das jetzt ist und was ich den fragen möchte. Besser ist in der das, anderen Hand ein Mikrofon und dann muss ich aber auch noch digital und dann denke ich immer so, Das ist dieses Multitasking in der Branche, was man können muss. Ja, Multitasking, weißt du ja, ist ja ein Mythos, gibt's ja gar nicht. Eine Frage habe ich noch. Du bist ja schon etwas länger Moderator, kann man so sagen. Wie lange machst du das jetzt allgemein auch so insgesamt? Entertainer? Ich würde mich, also das, so habe ich, so sehe ich mich ja gar nicht, sondern ich sehe mich ja als Mann mit Gitarre. Okay. Und dass ich da jetzt zufällig moderiere, ist für mich ein Glücksfall, weil das habe ich noch nicht gemacht. Und Learning by Earning ist meine Lieblingsausbildungsart. Hast du denn noch einen Tipp, was ich an meiner Moderation noch besser machen könnte? Das sage ich dir hinterher, weil das ist ja jetzt für mich ganz neu. Ja, ja. Okay. Dann leite ich jetzt aber über zu meiner Co-Moderatorin. Großes Thema der heutigen Sendung ist ja Abklingeln. Alle haben drauf gewartet, aber bevor wir zu dem eigentlichen Abklingeln-Beitrag kommen, haben wir noch mehr gedreht am vergangenen Freitag. Und daraus haben wir ein Studiospiel gemacht. Und das wird Milena moderieren. Exakt. Okay. Das Studiospiel heißt, na, hast du schon? Ja, und bei Na hast du schon ist unser Moderator Friedrich in den Stadtpark gegangen und hat ein paar Abklingler unter die Lupe genommen und hat sie peinliche Fragen gefragt. Und auf diese 5 Fragen müsst ihr jetzt erraten, ob die Leute entweder Ja oder Nein gesagt haben. Es gibt insgesamt 5 Fragen. Ihr habt da Zettelchen, genau. Die halt ihr dann hoch. Ja. Und ja, los geht's, würde ich sagen. Alright. Hast du schon mal im Unterricht einen Ständer bekommen und wurdest dann aufgerufen, nach vorne zu gehen? Hoffentlich. Ich weiß nicht. Also sein Blick ist so ein bisschen so, Ja. Müssen die ehrlich sein, ist die Frage. Wir haben sie zu nichts gezwungen. Okay. Also, ja, ich würde sagen, wir hören uns einfach mal die Antwort an. Ja. Hast du schon mal im Unterricht einen Ständer bekommen und wurdest dann aufgerufen, nach vorne zu gehen? Nee. Ah. Der Punkt geht an dich. Was hast du gewonnen? Noch gar nichts, weil wir spielen noch ein paar Runden. Okay. Ja, weiter geht's. Hast du schon mal besoffene Straftat begangen? Ja, wahrscheinlich. Mhm. Sicher? Nein. Ich rate doch selber nur. Aber kann ja sein. Ich meine,
Kriminelle Kapuze schon auf. Absolut. Ich glaube trotzdem ja. Okay, Antwort. Hast du schon mal besoffene Straftat begangen? Nee, Digga. Nee. Das ist mir ein Applaus. Aber es ist schön, dass er nochmal nachhakt. Ich glaube, der verheimlicht da uns was. Stecken unter einer Decke. Wahrscheinlich. Bin ich mir sicher. Okay, cool. Vielleicht wurden unser Kamerateam genau zu dem Zeitpunkt ausgeraubt. Hat das jemand geprüft? Fuck. Nein. Scheiße. Boom. Ja. Okay, weiter geht's. Hast du schon mal für eine Lehrerin erotische Gefühle gehabt? Oh. Schau dir den Blick an. Ja. Er hat drei im Kopf, glaube ich, gerade direkt. Oder er findet es total eklig. Ich kann es gerade noch gar nicht einschätzen. Ihr sagt beide ja? Wir sagen beide ja. Okay, lösen wir es mal auf. Hast du schon mal für eine Lehrerin erotische Gefühle gehabt? Ja. Also selbstverständlich. So ja, was ist das für eine Frage? Wohnt der Papst im Vatikan ja. So? Ja. Safe. Okay, gut. Hä? Hammer, ihr beide. Super. Okay, Talent. Weiter geht's. Schon mal auf der Schultoilette Sex gehabt? Yes. Ich weiß ja nicht, wie die Jugend halt so drauf ist, aber... Was es für eine Schule ist. Mhm. Ihr sagt beide nein? Wir sagen beide nein. Okay. Ich habe manchmal noch Hoffnung in der Menschheit. Ja. Also. Okay, schauen wir uns an. Schon mal auf der Schultoilette Sex gehabt? Nein. Die Freunde war schon wieder nicht ganz sicher. Mhm. Okay, ja, aber hattet recht. Dann noch eine letzte. Hast du schon mal besoffen eine Straftat begangen? Die beiden freuen sich schon daneben. Ja, total. So Bankausrauben wäre drin, glaube ich. Mindestens. Okay, sagt beide ja. Alternativ Tankstelle. Tankstelle ist immer gut. Tankstelle oder Bankraub, wenn die Spätis irgendwann zu haben. Ja. Sowas. Es gibt nur die beiden Möglichkeiten quasi. Okay, lösen wir auf. Hast du schon mal besoffen eine Straftat begangen? Ja. Was kommt da nach? Ja, ich würde gerne wissen, welche Cliffhanger. So, ja, nein! Scheiße, ja, okay, das werden wir jetzt niemals das erfahren. Das werden wir nie erfahren, Mist. Es sei denn, sie guckt gerade zu, schreib bitte deine Straftat in die Kommentare. Das wäre sehr das toll. Das bitte nicht. Bitte. Oder schreib es uns privat, wir wollen es wissen. Ja. Okay, perfekt. Ja, das war's dann mit Na, hast du schon. Du hast gewonnen, oder? Ja, auf jeden Fall. So, dann Gratulation. Danke. So, jetzt mache ich mich nochmal bereit hier auf den Film, der jetzt kommt. Und das kann nämlich jeder auch tun. Denn das war ja noch nicht alles, was wir beim Abklingeln gemacht haben. Klar, da wurden Fragen gestellt. Ich habe persönlich auch Fragen gestellt. Aber solche Fragen, um einfach mal die ganzen Abiturientinnen ein wenig zu prüfen. Wie gut sind sie denn aufs Abitur vorbereitet? Gut, wir haben es ein bisschen auf unsere Art gemacht, aber ist ja witzig geworden. Viel Spaß! Hallo Freunde, mit heute abklingeln. Ja. Abi 2023 ist unser Abitur. Ich bin überfordert. Du bist überfordert. Also auch wenn man dieses Jahr kein Abi macht, so wie ich, ist man hier herzlich willkommen und kann Party machen. Da musst du ganz kurz aus dem Bild gehen und damit herzlich willkommen zum Abklingeln. Du darfst Grüße sagen, hau mal raus. Ey, Grüße an die Zuschauer. Erstmal von Gutscheid nach Magdeburg, zweitens von Siemens Gymnasium. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Ja. Willst du noch was sagen? Nee. Was machst du hier? Ich mache Abitur. Das ist gut. Wir nicht, aber wie gut bist du denn beim Abitur? 1,0 Schnitt ist das Ziel. Das ist gut. Was sind eure Fächer? Mathe, alles. Ja. Bio, Deutsch, Englisch. Geschichte. Ja. Ja. Und zwar haben wir hier in dieser Büchse Unterrichtsfächer. Ihr müsst jetzt eins ziehen. Okay. Mathematik. Das ist eine ganz simple Aufgabe. Pass auf, es geht um einen Vater und er hat 6 Töchter. Jede dieser Töchter hat allerdings auch noch einen Bruder. Ja. Jetzt ist meine Frage, wie viele Kinder hat der Vater? 6 Töchter. 6. Ja, und jede Tochter hat noch einen Bruder. 12. Ja, das sind 12 Brüder und 6 Töchter, das heißt 18. 18? Ja. 12. Warte mal, obwohl nein, die 6 Töchter haben einen Bruder? Ach so, alle 6. Dann sind es 13. Dann sind es doch 12. Jeder der 6 Töchter hat einen Bruder. 7. Ja. Easy. Sport, ja! Okay, wir haben Sport. Ihr kennt ja Sackhüpfen, oder? Ja. Neulich war Ostern. Genau. Deswegen kommt noch ein Eierlauf hinzu.
Absolut, das ziehen wir jetzt durch. Aber weil wir natürlich keine Lebensmittelverschwendung machen wollen, gibt es statt Eier Flummis. Okay. Cool. Ja. So, das sieht auch gut aus. Jetzt kriegst du einen Löffel. Und du kriegst auch einen Löffel. 3, 2, 1, bitte. Ah! Hüpfen. Ja! Warum so langsam? Es ist krass schwer, ich weiß nicht, wie er es hinkriegt. Mit Talent. Dann mach wieder zurück. Gewonnen! Du hast gewonnen, tatsächlich. Ich hab gewonnen! Ja! Go! Wir haben Deutsch. Den Erlkönig kennst du, oder? Ja. Wir machen jetzt eine kleine Gedichtskontrolle mit dir. Ich kann auch kein Gedicht. Bitte schön mit Betonung in diese Kamera vortragen. Der Erlkönig von Johann Wolfgang von Goethe. Bereitet so spät. Ihr müsst mitmachen, kommt mal her. Spät durch Nacht und Wind. Ja. Das ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Kindern wohlend arm, er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Entschuldigung. Ja, man kann ja schneiden, das ist ja easy. Okay, mein Sohn. Was birgst du so bang in dein Gesicht? Sie ist Vater, du den Erlkönig nicht? Den Erlkönig mit Kron und Schweif? Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Du liebes Kind, komm, geh mit mir. Gar schöne Spiele spiele ich mit dir. Manch bunte Blumen sind an dem Strand, meine Mutter hat manch Gülden gewandt. Ja, das war doch ganz okay. Ich würde sagen, eine 3. Ja. Oh, Physik. Wir haben hier ein Bierchen. In einem Bier sind 0,5 Liter. Kennt man. Deine Aufgabe wird jetzt sein, 0,3 Liter abzutrinken. Und das prüfen wir natürlich mit dem Messbecher. So. Trink mehr, trink mehr. Ja. Meinst du, passt so? Dann wird es jetzt geprüft. Dann darfst du es jetzt hier langsam reinschütten. Genau. Oh, 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 oh. Du bist relativ nah dran. Mal zeigen hier. Ziemlich gut. So. Englisch. Ich gebe dir jetzt einen englischen Satz. Ja. Den bitte relativ fehlerfrei mit sauberer Aussprache vortragen. Simpel, oder? Ja. How many... Sorry. Ja, geht gut los. Ja, da fängt schon an. How many cook could you... Could a good cook cook if a good cook could cook cookies? How many cookies could a good cook cook if a good cook could cook cookies? A good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. Aha. Du bist ein bisschen schwanzbasiert in deinem Leben, habe ich das Gefühl. Es wäre eigentlich der Cook gewesen. Ja, ja. Aber naja. Es gibt noch ein Zeugnis, weil ihr so gut mitgemacht habt. Das ist unsere Abklingelurkunde. Und zwar ist es das einzige Zeugnis, was euch sicherlich was bringt. Die Abklingelurkunde. Und ich würde sagen, ihr habt bestanden mit 1,5 Promille. Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Gebt ein Like. Ein Like, jawohl. Vielen, vielen Dank. Noch ein Küsschen. War sehr geil. Damit zurück ins Studio. Ja, Leute, also dieses Zeugnis, hebt es auf. Es wird irgendwann sehr, sehr viel wert sein. Also kann hier nichts anderes behaupten. Das hängen wir jetzt hier so zukünftig in den Hintergrund. Werden wir machen. Aber wir haben uns noch Folgendes überlegt, weil so viele Leute beim Abklingeln gefragt haben, ob die jemanden grüßen können. Ja, natürlich. Deswegen haben wir uns überlegt, wir geben euch ein exklusives Shutout oder Shootout, wie man es auch immer nennt. Ach, egal. Schickt uns einfach... Shoutout. Ach, ist doch rille. Schickt uns gerne ein Video, wenn ihr jemanden grüßen wollt. Und mit etwas Glück läuft's
oder spielen wir es bei uns in einer der nächsten Sendungen ab. Genau. Was wir jetzt abspielen, ist Musik, aber die wird live abgespielt, weil bei uns wird live performt. Und zwar geht es in dem jetzigen Song um Weltschmerz und gebrochenem Herz. Oh. Es geht um gebrochenem Herz. Habe ich mir so aufgefordert, mir gesagt. Genau, also das ist jetzt mein Insider-Tipp für Moderation. Ja. Einfach normales Deutsch sprechen, das verstehe ich am besten. Okay, gut. Naja, mach mit Gitarre, du nervst. Darf ich auch jemanden grüßen? So heißt der Song. Du darfst auch, mach damit. Ich möchte gerne Daria grüßen. Grüßen meine Kamera. Daria ist mit mir auf der Bühne bei Kerben. Und sie muss mit mir klarkommen. Und wir haben schon, wir haben ja sogar schon gemeinsam performt auf der Bühne. Das finde ich richtig geil. Und das, obwohl, Männer mit Gitarre. Mann mit Gitarre, du nervst. Du singst von deinem Weltschmerz und von deinem gebrochenen Herz. Alter, das nervt. Brauchst du das für dein Selbstwert oder was mit dir verkehrt? Mann mit Gitarre, du nervst. Du singst von deinem Weltschmerz und von deinem gebrochenen Herz. Alter, das nervt. Brauchst du das für dein Selbstwert oder was mit dir verkehrt? Du singst doch so gern, na? Willst es nicht mal lernen? Gitarre, sagst du, macht dir Freude. Ich sag, denk doch, Mann, die Leute. Mann mit Gitarre, du nervst. Du singst von deinem Weltschmerz und von deinem gebrochenen Herz. Alter, das nervt. Brauchst du das für dein Selbstwert oder was mit dir verkehrt? Du merkst es vielleicht nicht, aber das, was du startest, das zündet gar nicht. Tischtennis! Wär das nichts für dich oder Modelleisenbahnplatte? Mann mit Gitarre, du nervst. Du singst von deinem Weltschmerz und von deinem gebrochenen Herz. Alter, das nervt. Brauchst du das für dein Selbstwert oder was mit dir verkehrt? Um Himmels Willen, ich glaubt, der wär Bob Dylan. Didel-Dudel-Dei. Und ich hab wieder nix zum Lesen dabei. Wann kommst du mal zum Ende? Ich brech dir beide Hände. Gibt's hier keine Security? Übernehmen sie, Mann mit Gitarre, du nervst. Du singst von deinem Weltschmerz und von deinem gebrochenen Herz. Alter, das nervt. Brauchst du das für dein Selbstwert oder was mit dir verkehrt? Aha, dein Geist ist wach und kritisch, so. Du äußerst dich außerdem politisch. Aber für solche, die Visionen haben, gibt's doch längst was von Ratiopharm, Mann. Mit Gitarre, du nervst. Du singst von deinem Weltschmerz und von deinem gebrochenen Herz. Alter, das nervt. Brauchst du das für dein Selbstwert oder was mit dir verkehrt? Mann, mit Gitarre, du nervst. Du singst von deinem Weltschmerz und von deinem gebrochenen Herz. Alter, das nervt. Brauchst du das für dein Selbstwert? Komm mal zum Ende, denk an deine Hände. Gleichen vier Akkorde. Kennst du Ehrenmorde? Security, bitte, bitte, bitte übernehmen sie. Ich glaub, das Lied hat kein Ende. Mann, 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 mit Gitarre, du nervst. Jetzt alle! Come on, yeah! Nochmal, nochmal, nochmal. Du nervst, Mann mit Gitarre, du nervst. Komm, komm, Meister. Das nervt. Ja. Du singst von deinem Weltschmerz und Haus Freund Semanski bei Gute Nacht Magdeburg. Der lebt noch. Der lebt noch. Ganz sicher. Den geht's gut. Mit Gewissheit. Mann mit Gitarre. Gut jetzt. Wir verarzten den gleich, wenn was Schlimmeres passiert ist. Naja. Hat man oder nicht? Spielt ja immer noch da draußen, ist ja irre. Naja, dann mache ich einfach die Abmoderation. Jawohl. Meine Damen und Herren, das war Gute Nacht Magdeburg für heute. Vielen, vielen Dank nochmal an Hausfreund Semanski, der spielt da irgendwo. Naja, lass ihn spielen. Vielen, vielen Dank an Milena. Yay! Die nächste Sendung von uns kommt am 31. Mai. Und dann haben wir das Magdeburger Lied neu gemacht. Gitarre.
Naja, wir haben das Magdeburger Lied neu gemacht. Nächste Sendung auf Rap, weil wir es können. Und nee, mehr verraten wir noch gar nicht. Am 31. Mai um 22 Uhr bei der nächsten Sendung. Gute Nacht, Magdeburg. Es reicht jetzt, Freundchen, es nervt. Mein Gott, oh, dass ich sowas erleben muss in meiner Sendung. Naja, was soll man machen? Hier geht's zum nächsten Video. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren und hier könnt ihr nochmal die letzte Sendung sehen. Du nervst!